Stradivari, Steinway, Moog. 80 Millionen verkaufte Tonträger und ein Orchester aus Synthesizern. Jean-Michel Jarre ist der erfolgreichste französische Musiker aller Zeiten. Oxygen Part 4. Mit dieser Melodie wurde Jean-Michel Jarre 1976 über Nacht weltberühmt. Sie denken wahrscheinlich, dass ich die Musik als Teil einer Science-Fiction-Vision geschrieben habe. Planeten, Stratosphäre und sowas. Dabei hat die Musik viel mehr mit der Biosphäre zu tun, mit meiner unmittelbaren Umgebung. Musik, die nicht 500 Kilometer über der Erde schwebt, sondern 10 Meter über dem Boden. Oxygen war ein Meilenstein, völlig neue Klänge. Jarre hatte bei Pierre Schaeffer studiert, dem Begründer der konkreten Musik. Er kaufte die neuesten Moogs und Effektgeräte und improvisierte Oxygen. Bis heute wurde die Platte 15 Millionen Mal verkauft. Nun, mehr als 30 Jahre später, führte das Werk wieder auf, mit den Originalinstrumenten von damals. This instrument is the first synthesizer I ever. Dieses Instrument ist der allererste Synthesizer, den ich mir gekauft habe. Da war ich noch am Gymnasium, 1967. Es ist eines meiner Lieblingsinstrumente. Es kann viele Sounds. Das hier ist erstmal nur ein Rauschen. Aber ich verwandle das in den Klang des Windes. Oxygen Part 6. Was man hier hört, wird tatsächlich live gespielt. Das Knöpfchen drehen ist das Musikmachen. Und auch wenn viele dieser Kisten Tasten haben, mit Klavieren hat das alles überhaupt nichts zu tun. Das Klavier war mein erstes Instrument mit 5 oder 6 Jahren. Aber ich habe es gehasst, weil ich einen sehr grausamen Lehrer hatte. Er schlug mir immer auf die Finger. Ich schrieb sogar an meine Schlafzimmerwand: Ich hasse meinen Klavierlehrer. Also hörte ich wieder auf mit dem Klavier. Aber dann suchte ich mir 2 Jahre später einen neuen Lehrer. Jean-Michel Jarre wird 1948 in Lyon geboren. Seine Mutter ist eine ehemalige Widerstandskämpferin, sein Vater der weltberühmte Filmkomponist Maurice Jarre. Als Jean-Michel 7 ist, lässt sich der Vater scheiden und verschwindet nach Hollywood. Für immer. Wir hatten nie Konflikte. Manchmal ist es besser, wenn man Konflikte hat. Dann gibt es wenigstens etwas, gegen das man sich wehren kann. Bei mir war mein fehlender Vater wie ein schwarzes Loch in meinem Leben. Manchmal ist es besser, wenn jemand stirbt, denn dann kann man wenigstens trauern. Dem Vater hat er es gezeigt. Längst ist Jean-Michel Jarre berühmter. Seit den 80ern inszeniert er gigantische Spektakel, zu denen jeweils mehr als 1 Million Menschen kommen. Wie hier 1997 in Moskau. Seine Live-Shows sind perfekt durchkomponiert. Nur die alten Synthesizer lassen ihn manchmal im Stich. Ich hatte Probleme mit dem da, meinem Memory Moog. Aber das war eher mein Fehler. Ich habe was verkehrt gemacht und dann spielte er plötzlich verrückt. Aber die haben alle Macken. Die zwei da sind auch heikel. Das, das und das dort. Um die Tonhöhe halten zu können, brauchen sie Zeit. Sie müssen die richtige Temperatur haben. Deshalb stellen wir ihnen jede Nacht Heizungen hin. Das ist auch ein sehr ungewöhnliches Instrument. Es funktioniert mit Radiowellen. Man berührt es gar nicht. Nur mit der Bewegung des Körpers und der Hände kann man Klänge produzieren. Die linke Antenne ist für die Lautstärke und die andere für die Tonhöhe. Also so. Oxygen Part 3. She
Meine Mutter war sehr aufgeschlossen. Sie sagte nur, Junge, jetzt hast du den Salat. Würdest du Geige spielen, dann müsstest du nur einen kleinen Kasten schleppen, anstelle dieser riesigen Instrumente. Das ist übrigens eine Laserharfe. Synthesizer können sehr hart klingen, dann wieder sphärisch und sanft. Wie geht das? Die alten Synthesizer haben ein sehr breites Klangspektrum. Das ist wie der Holzblock des Bildhauers, aus dem eine Figur geformt wird. In unserem Fall eine Klangfigur. Et voilà, Oxygen Part 5. Seine Instrumente nennt Jarre liebevoll seine Ladies, weil sie oft machen, was sie wollen. These instruments are like old people. You have to. Diese Instrumente sind wie alte Menschen. Man muss sie mit viel Vorsicht und Respekt behandeln. Es gab mal eine Zeit, wo es verrückte Erfinder gab, die sich noch nicht um die Vermarktung ihrer Instrumente scherten. Heute ist das ganz schlimm. Jedes Instrument oder Gerät soll nur noch 5 Jahre halten. Den Leuten wird weisgemacht, dass sie alle 3 bis 5 Jahre ihre Technologie austauschen sollen. Das war früher noch anders. In those days it was not like that. Jean-Michel Jarre, Maschinenversteher und Pionier.